Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches, rationales Denken mit vielen Büchern und natürlich auch mit dem Internetphänomen Facebook. Und wir haben hier gerade wieder eine interessante Meldung, nämlich deutsche Experten erklären, so groß ist die Gefahr eines Crashs an den Finanzmärkten wirklich, mit einem relativ rationalen Bild, nämlich einem Atompilz, was auch immer das bedeuten mag, habe ich dann mir den Artikel durchgelesen und gesehen, dass Carl Icahn, die Investorenlegende aus Amerika, vor einer sogenannten Kernschmelze warnt an den Börsen. Und dann haben wir natürlich die Diskussion verfolgt, die darunter entstanden ist bei Facebook. Und ich wollte heute mal diese Gelegenheit nutzen, generell zum Thema Börsenexperten, weil ich persönlich mich ja absolut nicht als ein solcher bezeichne, sondern als einen Privatanleger. Und als Privatanleger erwarte ich natürlich von Börsenexperten, jedenfalls diese, die sich als solche positionieren in der Öffentlichkeit, eine gewisse Seriosität. Das bedeutet, jemand, der zum Beispiel bei einem Aktiencrash oder bei einer Situation an einer Börse von einer Kernschmelze spricht, dem spreche ich eigentlich in dieser Situation jegliche Seriosität ab. Dann gibt es natürlich die deutschen Experten, und das war dann durchaus auf der Webseite Business Insider Deutschland etwas differenziert betrachtet. Das heißt, es gab dann die einen Experten, wie zum Beispiel Dirk Müller, die Carl Icahn zugestimmt haben und die gesagt haben, er sieht das auch als ein Umfeld, wo man extrem aufpassen muss, wo es sehr dramatisch zugehen könnte und so weiter und so fort. Dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, ja, sie halten das für überzeichnet. Und was ich auf jeden Fall bei Börsenexperten immer so lustig finde und was ich jetzt generell einfach mal hier auch nicht unbedingt anprangern wollte, sondern einfach nur erfragen möchte an diese Börsenexperten, ist, was bedeuten eigentlich solche Handlungsanweisungen an uns privaten Anleger, wie zum Beispiel, jetzt ist gerade eine dramatische Zinswende in Aussicht, ja, dann haben wir zusätzlich noch irgendwo diesen und diesen Schuldenschnitt. Deswegen ist es jetzt die Zeit, wo man vermehrt vorsichtig sein sollte an der Börse. Das werdet ihr sehr häufig auch lesen, nicht nur auf Business Insider, wobei Business Insider eine Webseite ist, die es in Amerika schon länger gibt. Jetzt ist das deutsche Pendant gestartet und ihr solltet euch bewusst sein, dass Business Insider ein News-Aggregator ist, der einfach die Meldungen, die im Internet gerade gut laufen, zusammen aggregiert und dann weiter postet, und also es hauptsächlich um die Klicks und Werbeaufrufe geht. Das sollte man immer an dieser Stelle wissen. Ja, deswegen auch solche Bilder von Atompilzen und so weiter. Aber zurück zum Thema. Ich als Privatanleger, ich stelle mir die Frage, was bedeutet das, vorsichtig sein? Ja, oder man liest auch häufig dann, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man vorsichtig optimistisch sein könnte. Ja, was bedeutet das für mich? Was bedeutet es, ich muss jetzt vorsichtig sein? Heißt das, ich sollte jetzt häufiger in mein Depot schauen und gucken, ob ich jetzt eventuell doch hier irgendwie noch einen Stop-Loss einbaue? Ja, oder bedeutet das, ich sollte einfach generell das Geld, was ich jetzt habe, nicht mehr in Aktien investieren, sondern in Staatsanleihen oder vielleicht auf dem Tagesgeld hassen? Oder bedeutet vorsichtig sein sogar, dass ich jetzt die Aktien, die ich ja schon gekauft habe als Privatanleger, jetzt alle verkaufen soll, weil ich vorsichtig sein soll? Das heißt, mein Appell ist einfach, definiert doch bitte mal ganz klar und konkret, was ihr damit meint mit vorsichtig. Ja, weil es geht mir immer so ein bisschen persönlich auf die Nerven, dass diese vagen Aussagen getroffen werden, wie zum Beispiel, es könnte natürlich das passieren, dass sehr, sehr schlimm wird. Deswegen sollte man vorsichtig optimistisch sein, weil dann ist natürlich der Vorteil für den Experten, dass er nicht im Unrecht sein kann. Das heißt, wenn dann die Situation sehr schlecht ausgeht und es ein Aktiencrash geht, kann er sagen, ja, ich habe euch ja gesagt, vorsichtig sein. Wenn aber alles gut läuft und erstmal nichts passiert, kann er ja auch sagen und sich aus der Schlinge ziehen und sagen, ja, ich habe ja gesagt, vorsichtig, aber optimistisch bleiben. Ne? Und das geht mir richtig auf die Nerven. Da lobe ich mir dann tatsächlich so einen Experten wie Max Otte, der halt relativ genau immer sagt, was er denkt. Und somit, und ich habe das hier mal kurz, wo habe ich meine Zeitschrift? Ich habe mir die, wo habe ich denn die Zeitschrift? Verdammt.
Hat wahrscheinlich schon mein Sohn wieder irgendwo im Kamin verbrannt oder so. Jedenfalls habe ich gerade mir im Focus Money das Interview mit Max Otto durchgelesen und er hat gesagt, meine Prognose, nächstes Jahr steht der DAX auf 13.000, vielleicht sogar auf 14.000 Punkten. Ja? Das ist eine konkrete Aussage, mit der ich als Privatanleger dann was anfangen kann und sagen kann, okay, das ist seine Meinung, die kann ich einschätzen. Ich kann jetzt überlegen, ob ich dieser Meinung vertrauen möchte oder ob ich sie nicht vertrauen möchte. Aber wenigstens kann ich dann die Realität messen anhand dem, was der Experte sagt und kann somit auch besser einschätzen, ob ich ihm in Zukunft vertrauen möchte oder nicht. Ja? Vielleicht an die Programmierer hier unter uns auf dem Kanal. Es wäre mal ganz cool, wenn man jemand so, vielleicht auch eine interessante Idee als Website, wenn man mal so eine ähnliche Seite wie Abgeordnetenwatch macht, wo ja die ganzen deutschen Politiker man immer überprüfen kann, ob sie das, was sie sagen und immer postulieren, ob sie dann auch so im Bundestag abstimmen. Ja? Zum Beispiel, ob jetzt die Sarah Wagenknecht halt immer bei Facebook immer die ganze Zeit anprangert, das und das und das und das. Und dann aber auf einmal, wenn es um die Abstimmung geht im Bundestag, gar nicht erscheint und gar nicht dafür abstimmt. Dann denkt man sich so, wenn du so dagegen bist, warum stimmst du denn nicht dagegen? Warum enthältst du dich denn? Und so. Dafür ist so eine Seite wie Abgeordnetenwatch super. Sowas könnte man mal für Börsenexperten machen, ja, wo also jeder Börsenexperte mit seiner aktuellen Markteinschätzung halt ein Profil hat und wo alle seine Aussagen gesammelt werden und wo man dann als User danach immer kontrollieren kann, ja, wie viel Prozent seiner Aussagen waren eigentlich richtig und waren eigentlich falsch, wie viel hat er gemacht, wo hat er sich enthalten, wo hat er versucht, wieder einen Blogeintrag zu löschen und so. Das wäre doch mal eine lustige Sache. Ja. Und für mich persönlich, was sehe ich aus dem Ganzen? Also, ich bin immer in den Zeitpunkten, wo alle mir sagen, ich muss vorsichtig sein, weil jetzt die nächste Zinswende ansteht, weil jetzt potenziell die Aktien überbewertet sind und so weiter und so weiter. Immer wenn viele Leute sagen, es wird schlimmer, man muss vorsichtig sein, die Kernschmelze steht bevor, dann bin ich weniger vorsichtig, als wenn mir die Experten sagen, alles läuft gut, bleib locker, ist richtig gut. Das heißt, immer dann, wenn alles ruhig und gut zu laufen scheint, genau dann bin ich sehr vorsichtig, ich persönlich. Ja? Und bin ich vorsichtiger, als wenn irgendwas nicht also, so gut läuft und alle sowieso der Meinung sind, dass es irgendwie schlechter laufen wird und solche Sachen sowieso schon mehr eingepreist sind. Ja? Aber ich bin ja kein Börsenexperte, ich bin ja nur Privatanleger und deswegen würde es mich auch interessieren, was ihr dazu sagt und was ihr von diesen ganzen Prognosen zum Thema Aktiencrash haltet, ob ihr die gut findet, ob ihr die schlecht findet oder ob ihr auch euch mehr an konkreten Aussagen festmachen wollt, die die Experten treffen. Und ansonsten, ich verlinke euch nochmal den Artikel hier unter dem Video, dann könnt ihr ihn euch selber anschauen. Und ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Für mich persönlich und meine Anlagestrategie ist es sowieso egal, was gerade passiert. Ja, ich investiere sowieso langfristig und werde auch weiterhin halt Aktien kaufen. Und na gut, wenn jetzt halt gerade ein Crash kommt, ja, oder demnächst, dann kaufe ich halt für das Geld, was ich jetzt investiere, mehr Aktien insgesamt. Wenn ich natürlich jetzt gerade einen großen Teil an Aktien kaufe, ja, und dann irgendwann ein paar Wochen später der Crash kommt, dann habe ich natürlich in diesem Fall Pech gehabt. Aber diesen Markt-Timing-Effekt, also diesen Zeitpunkt kann ich eh nie genau wieder bestimmen. Das weiß ich sowieso vorher schon, also ich persönlich. Und deswegen ist mir das egal. Und ich kann immer ruhig schlafen. Ich weiß einfach, ja, wenn halt die Aktien ein bisschen weiter unten stehen, ja, dann kann ich vor allem die Aktien, die ich als sehr gut empfinde, dazu kommt dann auch in Zukunft eine kleine Videoserie, vor allem kaufen, also so Unternehmen, die sehr solide sind und so weiter, die aber in Aktiencrashs abgestraft werden. Und wenn halt die Aktien etwas höher bewertet sind, ja, dann kaufe ich halt trotzdem Aktien, nur halt eben nicht so viel Anteil. Ja. Und das ist halt jedenfalls meine Strategie. Und um den Rest der Zeit, wo sich die meisten Leute dann damit beschäftigen, um mir Geld Sorgen zu machen oder was weiß ich, beschäftige ich mich lieber damit, Geld zu verdienen. Ja. Und das ist jedenfalls eine Strategie, mit der ich sehr persönlich gut fahre. Ja. Wenn du mehr zu diesem Thema lernen willst, auch allgemein zum Thema, was für GIP-Strategien gibt es eigentlich, ja, kannst auch gerne diesen YouTube-Kanal abonnieren, denn ich mache hier im Prinzip wie so eine Art Wikipedia in Videoform. Was sind Anleihen, was sind Aktien, wie funktioniert das und so weiter. Aber du wirst von mir eben niemals die Aussage hören, morgen steht der DAX so und so oder was auch immer, weil ich nicht der Meinung bin, dass man sowas verlässlich prognostizieren kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.